Moin. Wir haben uns ja schon so ein paar Homebrews angeguckt für den DS und für den DSi, die man so haben sollte. Und heute soll es darum gehen, was man so für Homebrew auf der Wii U haben sollte. Das erste sieht man auch schon direkt unter der Homebrew Launcher. In dem sind wir gerade und in dem kann man eben einfach Homebrew auswählen, um die auszuführen. Sollte eigentlich jeder haben, aber hat eigentlich auch schon jeder, der die Wii U irgendwie gemoddet hat. Das zweite ist der Homebrew App Store. Da können wir gleich mal reingucken. Das ist einfach ein App Store, also sozusagen ein Laden, in dem man sich Homebrew runterladen kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Homebrew. Manche Sachen sind besser, manche sind schlechter. Aber auf jeden Fall eine riesige Auswahl an Homebrew-Anwendungen, die man runterladen kann, direkt auf der Konsole. Da braucht man keinen Computer für und das ist einfach sehr angenehm. Angenehmer als immer die SD-Karte rauszunehmen und so weiter. So sieht er aus. Und dann kann man sich eben die Sachen auswählen oder die Kategorien und die Sachen runterladen. Das bringt uns aber auch schon zur nächsten Homebrew, die man sich zum Beispiel im Homebrew App Store runterladen kann. Und zur Hit2Vpad. Das ist einfach eine Anwendung, die Gamepad-Eingaben nimmt über USB und die übersetzt. Also zum Beispiel kann man damit den Switch Pro Controller auf der Wii U nutzen oder den PS4 Controller, glaube ich, auch. Und die kann man dann einfach, wenn man Hit2Vpad hat, an die Wii U anschließen und benutzen, ohne dass man irgendeine Hardware-Lösung braucht, sondern es ist alles per Software, alles kostenlos. Die nächste Homebrew, die habe ich hier links, das ist Disk to App. Damit kann man einfach Spiele, die man als Disk hat, auf die Wii kopieren und da installieren. Also wenn du viele Spiele hast als CD, aber die vielleicht nicht mal wechseln möchtest, die CDs, oder die CDs schon möchtest, dann kannst du die einfach mit Disk to App installieren oder kopieren. Die nächste Homebrew ist FTPU. Das ist einfach ein FTP-Client für die Wii U. Damit kann man Daten vom Computer oder so auf die Wii U übertragen. Dann gibt es noch den WUP-Installer GX2, mit dem man Anwendungen aus der Wii U installieren kann. Zum Beispiel gibt es da einige Homebrew-Anwendungen. Ich habe den Homebrew-Launcher hier als Anwendung installiert. Dann gibt es auch noch den Emulator RetroArch, der ziemlich beliebt ist und der viele Anwendungen hat für die Wii U. Ich glaube, den habe ich hier gerade nicht drauf. Aber wenn du Anwendungen oder wenn du Spiele für alte Systeme spielen möchtest, dann gibt es bei RetroArch eine ganze Auswahl. Und als letztes haben wir noch den VW Homebrew Launcher. Denn man kann auch in der virtuellen Wii von der Wii U einen Homebrew Launcher installieren und dann eben Wii Homebrew damit ausführen. Da gibt es dann auch eine ganze Menge, aber es ist dann eher Kram, den man vielleicht in Zukunft irgendwie mal zeigen könnte, je nachdem, wie ich da Zeit und so weiter habe. Mal von diesen ganzen inoffiziellen Sachen abgesehen, kann ich aber auch noch die offiziellen Sachen empfehlen, zum Beispiel die YouTube-App oder es gibt auch Netflix für die Wii U. Amazon Prime geht leider nicht mehr. Es gibt auch einen Browser für die Wii U, also man kann dann auch zum Beispiel den Browser benutzen. Und außerdem, wenn man vielleicht keinen Bock mehr auf die Wii U selber hat, aber die vielleicht für irgendwas Sinnvolles nutzen möchte, ist vielleicht Linux für die Wii U was für dich. Denn man kann inzwischen auch Linux auf der Wii U ausführen und dann beginnen dann nochmal ein paar andere Sachen. Aber das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.